Wir sind Adele und Bene von Inform. Und wir zeigen euch, wie ihr fit durch den Skiwinter kommt. Mit unserem D5 Retro Spezial Skigymnastik. Macht's mit! Als erstes beginnen wir mit dem Wedelhüpfer. Dazu braucht ihr eine Markierung am Boden. Da könnt ihr einen Besenstiel nehmen oder klassischen Skistock. Hatten wir jetzt gerade leider nicht da. Und ihr beginnt damit, dass ihr die linke Hand nach oben nehmt, wenn ihr auf der rechten Seite steht. Und ihr könnt jetzt schon mal anfangen, erstmal hin und her zu hüpfen. Rechte Hand nach oben, dann wieder hüpfen, linke Hand nach oben, rechte Hand nach oben. Und jetzt versuchen wir das Ganze noch ein bisschen mehr aus den Knien heraus. Und zwar mit mehr Schwung. Schön in die Knie gehen. Genau. Puh, das war ganz schön anstrengend, Adele. Ja. Das machen wir jetzt einfach, macht man eine Minute lang, kann dann dreimal wiederholen und dann ist man eigentlich aufgewärmt, um den Skitag zu starten, würde ich sagen, oder als Saisonvorbereitung. Jetzt machen wir was anderes, ich ziehe mal meine Handschuhe aus, weil es wird ganz schön warm und die Verletzungsgefahr ist jetzt nicht so gegeben. Genau, wir brauchen eigentlich nur eine Wand. Und zwar machen wir jetzt einfach an der Wand eine Hocke, wir machen unsere Oberschenkel richtig heiß und jetzt setzen wir uns einfach mal so eine Minute hin. Puh, siehst du schon? Nee, es geht noch. Nee, geht noch. Okay, also wichtig, rechter Winkel hier in den Beinen drin, damit es richtig zieht und Hände am besten weglassen. Genau. Diese Position haltet ihr so lange ihr könnt, aber mindestens eine Minute. Wichtig dabei ist es, dass ihr so sitzt, als hättet ihr einen Stuhl unter euch, der aber zufälligerweise gerade weggezogen wurde. So, dann gehen wir zur nächsten Oberschenkelübung. Und zwar der Abfahrtshocke. Dazu macht ihr einen geraden Rücken mit eingebeugten Knien. Und die Kniespitzen sollten dazu ein wenig über die Fußspitzen geneigt sein. Und die Ellbogen in einem Winkel am Körper geschlossen nach vorne. Die Abfahrtshocke haltet ihr für 40 Sekunden circa. Und wiederholt das Ganze nach ein bis zweiminütiger Pause dreimal. So, jetzt haben wir unsere Beine genug gequält. Jetzt machen wir mit unserem Bauch weiter, weil, wie die Adele weiß, kann man da echt schmerzhafte Zerrungen bei der Kälte davontragen und das ist auch kein Spaß. Ja. Deswegen gehen wir erstmal in den Unterarmstütz. Das ist wie ein Liegestütz, bloß eben auf den Unterarm. Wie ihr bei der Adele jetzt seht, ist ein gerader Rücken sehr wichtig. Nur wenn der Rücken richtig gerade ist, sind ihr auch die richtigen Muskelpartien. Und wenn ihr das Ganze noch steigern wollt, dann könnt ihr hinten die Beine anheben, eben immer abwechseln. Und das eben auch 40 Sekunden. So. Und jetzt als letztes Körperteil machen wir noch unsere Arme und Unterarme heiß für den Skialltag. Und dazu brauchen wir ein paar handelsübliche Weihnachtsstühle. Wichtig ist es jetzt, dass ihr euch einfach, jetzt könnt ihr euch erstmal auf die Kante des Stuhls setzen, dann nehmt ihr eure beiden Handinnenflächen, legt sie an die Ecken des Stuhls und macht einen Satz mit eurem Popo nach vorne. Und jetzt solltet ihr euer Hintern in der Luft frei schweben. Jetzt lasst ihr den einfach ab, soweit ihr könnt. Drückt ihn wieder hoch, ablassen, hoch, ablassen. Das war anstrengend, aber wenn ihr jetzt richtig mitgezählt habt, war das schon unsere Übung Nummer 5. Genau, und damit sind wir fertig heute. Wenn ihr diese Übung befolgt, dann kommt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit verletzungsfrei durch den Winter. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Skifahren und Skihalten. Und wenn ihr uns jetzt weiter folgen wollt, dann könnt ihr mal auf Facebook schauen, auf unserem PNP-Blog oder auf Instagram. Euer Inform-Team.